Ja, die Amadeus Junior Specials, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute Nachmittag sind um eine Sensation reicher und das im wahrsten Sinne des Wortes. Einige, die jene beiden zusammengebracht haben, haben sich vielleicht schon was dabei gedacht. Wir wissen es jetzt warum, denn sie sind ein Siegerduo, nämlich ein neues Siegerduo, nämlich Redley Kerfontaine und Dominik Hufinger. Dominik, Qualifikation Europameisterschaft 2017, für dich eigentlich am Anfang der Saison gar kein Thema mehr, aufgrund vom Pferdemangel. Ich glaube, nach der heutigen Runde vielleicht doch schon wieder ein Thema. Ja, also grundsätzlich einmal war es immer schwierig mit dem Copido. Es ist ein super Spitzenpferd und ist nicht mehr der Jüngste und den kann ja nicht jedes Wochenende hochreiten und deswegen war es jetzt ganz toll und auch also ein riesen Dankeschön an die Carola Lehner und an Christian Romberg und Theresa Rochel, dass die das alles möglich gemacht haben, dass ich jetzt so ein tolles Pferd mit so viel Vermögen und so großem Herz, dass ich das zur Verfügung gestellt bekommen habe und jetzt kann ich da, jetzt habe ich immerhin zwei Top-Pferde, die ich hoch einsetzen kann und ja, ich bin super dankbar für das Pferd, mein Gott, super Pferd, abnormal. Ja, heute Qualifikation für die Europameisterschaften. Du hast sie eindrucksvoll mit einem Sieg jene Qualifikation geschafft. Aber wenn man jetzt deinen Ritt beobachtet hat, du bist zum dritten Mal auf diesem Pferd offiziell in einem Bewerb gesessen. Die Anforderungen wurden immer höher. Ich habe es selber miterleben dürfen, alle drei Ritte. Es wurde immer sicherer. Und es schaut so aus, als ob dieses Pferd von seiner Springmanier, von seinem Habitus dir extrem entgegenkommt in deiner Reitweise. Das ist richtig. Also ich bin jetzt zum dritten Mal am Turnier im Parcours geritten mit dem und ich glaube, das kann ich ganz gut mich auf Pferde einstellen und das habe ich letzte Woche hier am nationalen Turnier schon ein paar gute Runden gedreht und jetzt heute wieder, springt vom Feinsten, ist super rittig und ich glaube, wir zwei passen wirklich zusammen und da freue ich mich auf die Zukunft. Ja, wir kennen jetzt das Pferd, haben wir schon öfters gesehen, haben es beobachten können auf der internationalen Basis, aber er wirkt einfach unter dir extrem relaxed, ausgeglichen und ruhig und kann seine Sprungkraft richtig entfalten. Was macht eigentlich dieses Pferd so speziell? Im Prinzip ist es, glaube ich, auch immer, Pferd muss zu jemandem passen und der Christian ist einer der besten Reiter, den wir da haben in Österreich bei uns und ich kann auch nicht jedes Pferd reiten, keiner kann jedes Pferd reiten und er hat ja auch doch schon einige Erfolge mit ihm gefeiert. Letztes Jahr Nationenpreis in Dänemark war gut und dieses Pferd zeichnet aus abnormal viel Vermögen, Riesenherz und tolle Galoppade und also ich kann mich gut auf das Pferd einstellen und der hat sich jetzt schon in mein Herz gesprungen. Ja, es gibt ja die nächsten Nationenpreise, es steht dann noch an Wiedenhagen, das sind ja die zwei herausragenden Turniere noch in den nächsten Wochen, weil es ist jetzt sicherlich auch schwer für den Dominik Hufinger hier beim Nationenpreis zuzusehen, wenn vier andere reiten, auch wenn es Teamkollegen sind und man ihm die Daumen hält, aber im Endeffekt ist man doch Einzelkämpfer und möchte immer gerne selbst dabei sein. Österreich liegt mit Italien jetzt mit null Fehler vor der entscheidenden zweiten Runde an der Spitze. Was traust du jetzt dem Mädchenquartett zu? Also wir sind ein Team und wir sind auch Einzelreiter gut im großen Preis und trotzdem halten wir alle zusammen, wir verstehen uns alle sehr gut und deswegen toi 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 Mädels und ihr macht das alle gut und natürlich wäre ich gern geritten, aber man muss auch, ich bin in Frankreich Nationenpreis gestartet, ich bin letztes Jahr viele Nationenpreise geritten, werde noch hoffentlich ein paar reiten und da muss man auch den anderen, die weniger schon geritten sind, auch den Vortritt lassen und die haben das alle super gemeistert bis jetzt. So, und das ist eine persönliche Frage von mir, was für Pferd sieht man im großen Preis? Redley Kerfontaine. Da freuen wir uns. Toi, toi, toi. Danke.